under 3,000 cases in China. There are now more than 17,000. Breaking news. The first death from coronavirus here in the United States. Unwelcome but expected. The coronavirus has hit the UK. The long-before vaccine suddenly becoming a tangible reality. In the last few minutes, the UK's mass vaccination program against coronavirus has begun. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen zum Darwin Circle und gleichzeitig auch zu unserer Premiere der Digitalkonferenz als Produktionsformat des ORF3. Zum Thema How Technology Can Save the World, also wie Technologie und Innovation die Welt retten können, diskutieren heute internationale Expertinnen und Experten. Es geht um Pandemiebekämpfung, es geht um Krisenmanagement, es geht um Risikobewältigung und natürlich auch, wie wir Digitalisierung nutzen können, um die globale Katastrophe besser in den Griff zu bekommen. Im nun folgenden Programm diskutieren internationale und österreichische Top-Expertinnen und Experten zum Thema Krisenbewältigung, Impfstoffforschung und noch viele weitere Themen und versuchen auch zu skizzieren, welche Wege und Schritte es aus dieser Krise gibt. Im Mittelpunkt steht natürlich wie immer beim Darwin Circle die nachhaltige Implementierung und Anwendung von Technologie in unserer Gesellschaft. Mit 9 Nationen, verteilt auf 3 Kontinenten, ist es heuer und gerade zu diesen Zeiten in Anbetracht der Situation mit der Pandemielage eine hervorragende Möglichkeit, durch diese TV-Ausstrahlung auch dieses Programm in sicherer Umgebung und in einem sicheren Umfeld so international durchzuführen. Freuen Sie sich gemeinsam mit mir auf einen spannenden globalen und crossfunktionalen Austausch von Führungskräften aus dem Bereich Technologie, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Und damit darf ich auch gleich überleiten zu unserem Eröffnungspanel des heutigen Programms. Unter dem Titel Global Science Friction – The Rapid Race to Master the Virus geht es um Impfstoffforschung und Forschungsstand. Es diskutieren Universitätsprofessor Dr. Christoph Huber, Hämatologe, Onkologe, Immunologe, Forschungsschwerpunkt auf Tumorabwehr und Stammzellentransplantation, Mitbegründer und Vorstandsmitglied der BioNTech AG. Live zu uns ins Studio zugeschaltet Professor Dr. Jochen Maas, Managing Director Research and Development Sanofi Deutschland. Rektor der Medizinischen Universität Wien, Universitätsprofessor Dr. Markus Müller und ebenfalls live zu uns ins Studio zugeschaltet Dr. Konstanze Ulmer-Eilfort, Mitglied des Global Executive Committee Baker McKenzie. Durch das Panel führt ORF-Journalistin und Chefredakteurin des Kultur- und Informationssenders ORF3, Ingrid Thurnherr.